Die Wärmebelastung steigt bei uns wieder in Deutschland. Herzlich willkommen zum Hitzeclip. Zwischen tiefem Luftdruck über den britischen Inseln und hohem Luftdruck über Südosteuropa gelangt mit einer südwestlichen Strömung schwül-heiße Luft zu uns in den Süden von Deutschland und später auch in den Osten. So steigen am heutigen Sonntag die Temperaturen im Südosten von Bayern bereits auf 30 bis 32 Grad. Am morgigen Montag breitet sich die Luftmasse weiter in die Mitte und in den Osten des Landes aus und so werden dann dort verbreitet 30 bis 33 Grad erwartet. So wurden bereits heute für den morgigen Montag Hitzewarnungen in der Südosthälfte ausgegeben, teilweise mit einer extremen Wärmebelastung wie hier am Bodensee bzw. im Oberrheingraben. Diese Hitzewarnungen beziehen sich nicht allein auf die Temperatur, sondern vor allem auf den hohen Feuchtegehalt in der Luft, denn aufgrund der hohen Luftfeuchte wird das Schwitzen erschwert. In den Regionen im Osten und im Süden des Landes, die hier auch lila eingefärbt sind, ist die Luftmasse sehr energiegeladen und so können sich dort am Montag teilweise kräftige Gewitter bilden mit Unwetterpotenzial, vor allem in Bezug auf Starkregen und Hagel. Bitte informieren Sie sich unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App. Wie geht es in der neuen Woche weiter? Im Osten und Süden bleibt die Luft gewitterträchtig und auch dort bleibt es schwül heiß mit Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad. Nur im Norden kann es sich im Laufe der Woche ein wenig abkühlen. Auf Wiedersehen. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.